wenn wir an der Bremer Brücke gespielt haben, da ging immer die Post ab. Das fiel mir als erstes ein und wenn man Trainer ist mit Leidenschaft, dann hat man sofort eine Assoziation und sagt, oh, könnte man was bewegen. Sie war total stolz, Trainer dieser Truppe zu sein und mit den vielen Zuschauern. Und da war völlig klar, man muss alles daran legen, dass man wieder zurückkommt in die zweite Liga. Komischerweise begann dann die Saison, die dann zum Aufstieg geführt hat, ja total beschissen, weil wir haben den Wolle Schütte eingesetzt und der durfte gar nicht spielen. Also Novum, wir haben es einfach übersehen, das Ganze, und haben dann auch gesagt, Lothar und ich, wir übernehmen die Verantwortung dafür. Und ich glaube, dass das sogar ein bisschen die Mannschaft so zusammengeschweißt hat und hat gesagt, wir schaffen es. Und sie haben es ja eindrucksvoll auch hingekriegt. Ja, also ich habe das natürlich verfolgt und habe mich total gefreut, dass, sag ich mal, die alten VfLer, die alten Fußballer letzten Endes in einem Club, der so viel Tradition hat, auch Verantwortung übernehmen. Gerade in diesem Bereich muss man eben wissen, was im deutschen Nachwuchsfußball los ist, was da unterwegs ist, welche Möglichkeiten andere haben. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und es zeigt ja auch die Situation, wenn man Trainer ist und wenn man Verantwortung übernimmt, dann kann es sehr weit gehen. Und ich freue mich total, dass Joe Enox, den ich jetzt bei einigen Treffen dann auch in Frankfurt und bei den Tagungen Leiter Leistungszentrum getroffen habe, dass er jetzt da wirklich in die erste Reihe gegangen ist, hat den Wolle Schütte dazu geholt, beides Riesensportler. Und ich bin total optimistisch, dass sie es hinkriegen in dieser schwierigen dritten Liga. Na, jetzt, sie haben ja wirklich da die Kurve gekriegt und das war nicht einfach. Und ich habe also da so im Hinterkopf oder mein Bauch sagt mir, naja, mit so ehrlicher Arbeit kann man weit kommen. Und ich denke, dass das eine Riesengeschichte wäre, wenn die beiden es wirklich schaffen, den VfL in die zweite Liga zu führen. Ich drücke die Daumen dafür, bin aber überzeugt, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, auf Dauer werden sie mit dem VfL ihren Weg gehen.